Hallo und gesenkt zu Stronghold 2, Wirtschaftskampagne. Weiter geht's. Ja, leider, wenn man unterbricht und neu reinladet, habe ich ja machen müssen, weil, ja, habe beim Aufnehmen eine Unterbrechung gemacht. Dann wird einem der Text nicht mehr vorgelesen, darum werde ich das mal übernehmen. Und ja, der Sir William scheint bei seiner Rückkehr vom Kreuzzug aufgehalten worden zu sein. Seinen Untertanen geht die Nahrung aus. Versorgt sie mit Essen, bis er zurückkommt. Ja, das werden wir machen. 24 Monate lang müssen wir das machen. Unser Bruder darf nicht sterben wie üblich und keine Nahrung im Kornspeicher heißt auch automatisch verlieren. So, stellen wir ein bisschen langsamer. Und zwar geht es da um diesen Kornspeicher, der will versorgt werden mit Nahrung. Wird uns auch gleich gesagt. Ich werde mal so anfangen, dass ich mal grundsätzlich für ein bisschen mehr Nahrung bei uns sorge. Mal ein paar mehr Jägerstände. Wird es auch ein neues Gehöft dazu brauchen, weil so viele Bauern haben wir nicht Sir mehr. Williamsburg und Kornspeicher liegen jenseits der Brücke im Norden. Wenn wir seinen Mannen helfen wollen, müssen wir Fuhrmänner bereitstellen und ihnen augenblicklich Güter zukommen lassen. Ja, das werden wir machen. Also ich werde mal die Nahrungsration bei uns mal ein bisschen runterdrehen Normale Ration. und die Steuern dafür rauf, nicht wundern. Normaler Steuersatz. Wir müssen nämlich ein bisschen sparen, weil wir müssen uns ein paar andere Dinge noch kaufen. So, denn Fuhrmannsposten, ja, so nah an die Brücke da wie möglich, würde ich sagen. Da ist noch schön Platz. Sire, da ihr zum ersten Mal einen Ja, Fuhrmannsposten nicht benutzt, lasst mich wirklich. euch kurz die Bedienung erläutern. Aber Wählt bitte. die Güter, die ihr senden möchtet, Sire. Unsere Nahrungsvorräte neigen sich dem Ende zu. Es wird schwer sein, beide Burgen gut zu versorgen. Ja, also ich sage mal Wählt einfach nur die so, Menge, die ihr senden schicken wollt, wir mein Lord. 50 Äpfel. Wie oft wollt ihr diese Güter senden, Sire? Und zwar mal Klickt zum fortlaufend. Schluss auf die Länderei, die Güter erhalten soll, my Lord. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Passt. So. Dann, was wir auf jeden Fall noch brauchen, weil es einfach fällig ist für die Infrastruktur, ist mal eine Jauchegrube. Da werden wir auch nicht für ewig verschont bleiben von der Jauche. Und gut wäre auch eine Apotheke. So, die kostet eine ganze Menge. Dörfler haben Bären herumstreifen sehen, my Lord. Das hat sie sehr erschreckt. Ja, neues Problem. Da gibt es jetzt Bären. Und ja, den werden wir, glaube ich, mit unserem Bogenschützen Einhalt gebieten. Da schnappe ich Euer mir mal einen Zeichen, Sire? Teil. Schicke die mal da runter in die Nähe. Die In werden sich dann Bewegung. mehr oder weniger automatisch drum kümmern. So. Gut, dann. Stein wird eh schon zu uns geliefert. Ja, wenn wir hier jetzt auch die Länderei ein bisschen ausbauen wollen, sag ich mal, kann man machen, muss man nicht. Wenn, dann machen wir es wie üblich. Bisschen Grundversorgung bei der Nahrung. Könnte man natürlich jetzt auch ja, Getreidefarmen so und Mühlen und so weiter bauen. Ganz nach Belieben ist jetzt nicht so wichtig in der Mission. Allerdings werde ich auch hier Jauchegrube und so weiter bauen und eine Apotheke, wenn ich es mir dann leisten kann. Wird noch einen Moment dauern. Und auch hier brauchen wir ein paar mehr Bauern, darum gibt es noch ein Gehöft dazu. Die sollten sich dann mehr oder weniger selber versorgen. Und die bringen ja Stein zu uns. Mal auch noch ein Steinbruch dazu. Und auch gleich noch das ein oder andere Ochsenjoch. Eins steht ja da, das ist ein bisschen weit weg. So, schauen wir mal, ob da die Bauernschaft genügt. Gut, die Bären. Die sind noch Bogenschützen, unterwegs. bereit machen. Also ein bisschen umpositionieren. Wir bewegen uns. So. Gut, wie viel freie Bauern haben wir denn Das jetzt hier Volk noch? liebt euch, Sire. Einen. Ja, ist nicht mehr viel. Was machen wir mit dem? Was haben wir eigentlich noch? Wir haben einen Gemüsegarten. Eine Schweinezucht, ja, ist vielleicht nicht schlecht, Keine weil Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. dann kann man in einer Burgküche, sage ich mal, ein bisschen Ehre generieren, falls wir die nachher noch brauchen. Unsere Truppen werden angegriffen. Wir Vom sind Bär. eure Leute. Ja, da steht da Gehen in Stellung. ein bisschen ungünstig. Wenn wir ein Stückchen weggehen und dann nochmal probieren. So, ich glaube, das war's jetzt mit den Bären. Na, noch nicht ganz. So, da halt ganz schön was aus. So, jetzt dann können wir die Bogenschützen wieder in Bewegung. zurückpositionieren. Ja, mal ein bisschen Nahrung im Auge behalten. Die steigt hoffentlich.
Da bräuchte man auch noch mehr Bauern. So. Ja, die versorgen sich hoffentlich selbst. Das soll passen. Gut, dann... Ja, irgendwann werden wir ein bisschen kämpfen müssen. Auf das kann man sich theoretisch auch schon vorbereiten. Ich sage mal so, wäre natürlich interessant, zumindest ein paar Piken zu haben. Darum leiste ich mir mal den Pikenmacher. Schaut es überhaupt aus in unserer Waffenkammer. 14 Bögen, ja. Ist ja ein bisschen was. Machen wir einen Pikenmacher. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Shire. Ja, darum werden wir auch hier nochmal ein paar mehr Bauern. Wenn nochmal ein paar mehr Bauern zogen, die vermutlich auch noch mehr essen wollen. Schauen wir, ob wir noch was unterbringen. Eure Beliebtheit sinkt. Ja, jetzt ist halt an der Zeit, keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. An den Steuern wieder ein bisschen zu drehen und zu schauen. Das Volk hält viel von euch, my Lord. Dass die Beliebtheit wieder steigt, nicht, dass uns die da alle auswandern. Jetzt haben wir wieder extra Rationen. Rationen. Wie schön. Danke. Gerne. So. Na, schauen wir mal, ob man da noch was schicken könnte. Wählt die Güter aus. Ja, man könnte auch von hier aus Nahrung schicken. Darauf, aber es ist ein bisschen ein langer Weg, deswegen schicke ich von hier eher Vogelfrei, die Nahrung darunter. Greifen aus dem Hinterhalt an. So, die Vogelfreien, ja, die sollten keinen Stress machen. Nicht allzu viel zumindest. So, da hätten wir noch ein paar freie diese Bauern. Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Also ich irgendwas abgebrochen. Die Steinlieferung, oder wählt wie? Die Güter aus. Na, das passt schon. So. Ja, könnte man da einen zweiten Fuhrmannsposten zum Beispiel bauen und noch ein bisschen Nahrung darunter liefern, aber ich glaube, wir sollten eigentlich schon auskommen. So. Das Volk hält viel von euch, my Lord. Ja, Beliebtheit sollte wieder steigen. Dann haben wir auch gleich mal genug Geld zusammen, dass ich dann noch, ja, noch eine Apotheke machen kann da oben. So. Passt. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. Ja. Niedriger Steuersatz ist wenig, gebe ich zu. So, was machen wir da mit den restlichen Bauern? Sollen wir noch, schätzen aus mit... Könnten noch ein bisschen Bier brauen. Ist auch eine gute Option immer, um dann für Zufriedenheit zu sorgen. So. Passt. Und ja, wir werden den zweiten... Sherlins Bauernbevölkerung nimmt zu. Es muss wohl etwas in der Luft liegen. Ja. Das wird unsere Nahrungsproduktion noch mehr in Anspruch nehmen. Da haben wir eben zweiten Fuhrmannsposten, wählt wo ich sage, die Güter aus. Da schicken wir jetzt auch fortlaufend 50 Äpfel die rauf. Die Güter sind auf dem Weg, mein Lord. Das wird es brauchen. So, da wird fleißig Stein abgebaut, hoffe ich mal. Aus. Ja. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. Könnte man natürlich dann den einen oder anderen Wachturm auch mal bauen oder mal ein Tor. Eure Beliebtheit steigt. Ein bisschen wenig Platz hier, sag ich mal. Wachturm wird es dann eher da unten geben. Da spielen wir eigentlich in der nächsten Mission dann. Okay, Beliebtheit steigt. Ja, dann lass mal ein bisschen laufen. Wie viele Bauern haben wir denn noch? 4. Nahrung. Unsere Nahrungsvorräte schwinden, mein Herr. Ja, das ist halt wegen den extra Rationen, sag ich mal. Aber das passt schon, muss man ja nur in der Mission darauf liefern, danach ist das ja wieder erledigt. Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir es mal zu Ende laufen. Eventuell könnte man noch ein paar Bogenschützen oder ein paar, keine ja, Veränderung in der Schatzkammer, ein paar Lanzenträger ausbilden. Solange wir Geld haben, das geht immer. Die werden wir dann irgendwann später auf jeden Fall brauchen. Beziehungsweise nicht nur solange wir Geld haben, solange wir auch die entsprechenden Waffen haben. Sagen wir so. Ja, Geld ist jetzt aus. Aber haben eh ein paar dazu eure bekommen. Treuen Bogenschützen. Ist ja schon mal was. Unsere Bögen werden singen. Die werden wir ein bisschen aufteilen. Und die dann wir abstellen. Für die neue Länderei. So, ja, ich würde sagen, das wählt kann man wieder stoppen. Aus. Oder schauen wir mal, wo ist die Lieferung? Die ist, glaube ich, angekommen. Dann stoppe ich das mal wieder. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord. So, stopp. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my Lord.
weil diese Lieferung wirklich gestoppt hat, aber ich hoffe mal, weil eine Lieferung genügt jetzt, dann ist die Mission eh vorbei. Ja, und dann geht's an die nächste. Das ist eine, die ist, ja, einmal leicht, einmal schwer. Kommt total darauf an, wie die Startbedingungen sein und wie das Glück auch mitspielt. Schauen wir mal, wie es diesmal ist. So, Zufriedenheit ist wieder voll. Jetzt haben wir ein paar Steuern. Und ja, Extraktion, das können wir uns nach wie vor leisten. So, das war's dann eh schon mit deiner Mission. Und ich würde sagen, weil sie so kurz war, ja, schmeiße ich die nächste gleich hinterher. Ich mache nur hier einen kurzen Cut zum Schneiden. Aber die nächste sollte eigentlich gleich noch online sein. Also, ja, darum. Tschüss, ciao, für dich und baba, aber eben bis gleich.